Mit dem Protata 2 bringt Yannet seine modernen Datenlocker mit Ethernet-Anschluss und Modbus Ethernet Gateway auf den Markt. Das Protata 2 wird insbesondere in Energiemanagementsystemen seinen Einsatz finden. Ich möchte Ihnen das Gerät heute kurz vorstellen mit seinen Funktionen und Eigenschaften. Das Protata 2 ist ein extrem kompakter und leistungsoptimierter Datenlocker mit Gateway-Funktionalität. Das Protata 2 ist gerade einmal 107 mm breit, 90 mm hoch und misst gerade einmal 46 mm in der Tiefe. Zum Lieferumfang des Protata 2 gehören neben dem eigentlichen Gerät noch eine Betriebsanleitung, ein Ethernet-Patch-Kabel sowie die Netzanalyse-Software GridWiz. Das Protata 2 kann mit GridWiz programmiert und ausgelesen werden. Ferner wird GridWiz zur Analyse und der weiteren Verarbeitung der Daten verwendet. Das Gerät ist für die Hutschienenmontage geeignet. Und passt aufgrund der geringen Bautiefe sogar unter die übliche Automatenabdeckung. Sämtliche Klemmen sind als Schraubstickklemmen ausgeführt und sorgen so für eine schnelle und sichere Klemmverbindung. Die Versorgungsspannung des Protata 2 ist über diesen zweipoligen Stecker ausgeführt. Aufgrund seines Weitbereichnetzteils mit einem Spannungsbereich von 20 bis 250 Volt bzw. 20 bis 300 Volt DC ist es für einen sehr breiten Einsatzbereich geeignet. Die RS-485 Schnittstelle hier ebenfalls als zweipoliger Stecker kommuniziert wird über das Modbus RTU Protokoll. Die Terminierung am Anfang und Ende eines Modbus-Segmentes erfolgt über 120 Ohm Widerstände, die über diesen DIP-Schalter S1 aktiviert oder deaktiviert werden können. Die Geräteadresse kann über diese Drehwahlschalter eingestellt werden. Mit kleinen Schraubenzieher sind die bequem zu erreichen. Die RJ45-Buchse für die schnelle und zuverlässige Ethernet-Kommunikation. Damit ist eine einfache Einbindung in ein LAN-Netzwerk zu ermöglichen. Werkseitig ist das Protata auf die feste IP-Adresse 10.10.10.200 eingestellt. Die Vergabe einer dynamischen IP-Adresse kann über die GridWiz-Software eingestellt werden. Die beiden LEDs der Schnittstelle, gelb und grün, gelb leuchtet auf, wenn eine Verbindung anliegt, grün leuchtet unregelmäßig auf, wenn eine Netzwerkaktivität vorliegt. Das Protata besitzt drei digitale Ausgänge. Die Zustände der Ausgänge werden über diese LEDs hier, 1, 2, 3, angezeigt. Diese leuchten rot auf, wenn der Ausgang aktiv ist. Die digitalen Ausgänge können eine Grenzwertverletzung signalisieren, als Impulsausgänge an eine SPS angeschlossen werden oder Ergebnisse von Vergleichern ausgeben. Am Temperaturmesseingang können Standardsensoren wie zum Beispiel PT100 oder PT1000 angeschlossen werden. Der Widerstandsbereich bewegt sich dabei von 400 Ohm bis 4 Kilo Ohm. Sensortyp und Temperaturoffset sind über Modbus oder die GridWiz-Software einstellbar. Das Protata 2 besitzt in Summe über 15 digitale Eingänge, jeweils zu Gruppen von 5 Eingängen zusammengefasst. Die zugehörigen LEDs sieht man wieder hier oben.
leuchten grün auf, wenn ein Signal anliegt. Eben Digitaleingang kann über GridWiz eine Bezeichnung, Einheit und Beschreibung zugewiesen werden. Der Zustand der Digitaleingänge liegt jeweils auf einer eigenen Modbus-Adresse. Für jeden Digitaleingang werden die letzten 16 Schalthandlungen, zum Beispiel Ereignisse mit Zeitstempel, protokolliert. Digitaleingänge 1 bis 10 können als Funktionseingang konfiguriert werden. Der große 32 MB Flash-Speicher reicht bei einer Aufzeichnung aller 15 Kanäle mit einer Aufzeichnungszeit von 15 Minuten ca. 1024 Tage. Ein Auslesen oder Löschen des Speichers erfolgt über Modbus oder über die Software GridWiz. Die interne Uhr wird aus der Versorgungsspannung gespeist. Fällt die Versorgungsspannung aus, so wird die Uhr über die Batterie versorgt. Die Uhr liefert Datum- und Zeitinformation für Aufzeichnung der Ereignisse. Ein Austausch der Batterie erfolgt über den an der Frontseite vorgesehenen Batterieeinschub. Das ist der Deckel zum Öffnen. Das ProData 2 verfügt über ein Modbus Ethernet Gateway. Dadurch können auch untergeordnete Modbus Slave-Geräte, wie zum Beispiel in der Verteilung bereits existierende Stromzähler, angeschlossen werden. Noch eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Produktmerkmale. Das ProData 2 verfügt über 15 Digitaleingänge, an die zum Beispiel 15 Stromzähler mit dem Impulsausgang angeschlossen werden können. Das integrierte Modbus Ethernet Gateway dient zur Anbindung weiterer Messgeräte mit Modbus-Schnittstelle. Der großzügige 32 MB Speicher erlaubt Daten bis zu 3 Jahren auf dem Gerät selbst abzulegen. 24 differenzielle Monatsenergiewerte sowie die maximalen Leistungswerte für jeden einzelnen der 15 Eingänge werden onboard gespeichert. Die leistungsfähige Software GridWiz Basic wird mitgeliefert. 64 unabhängige Wochenschaltuhren sind frei programmierbar. Der Temperatureingang zur Überwachung einer beliebigen Temperatur ist vorhanden. Über die Grenzwertüberwachung lassen sich auch entsprechende Alarme absetzen. Das war es auch schon mit einem kurzen Überblick über das Gerät. Es ist ein sehr kompaktes Gerät, saubere Verarbeitung. Ich denke, rundum ein gelungenes Gerät im Bereich des Energiemanagements und sicherlich eine sehr gute Abrundung für die Produktpalette der Firma Janitzer. Besten Dank für Ihr Interesse und viel Spaß damit. Ihr Rudolf Müller.